Nummer 8 ist eine etwas improvisierte Sonderedition, live aufgenommen am Tag des Schreiners am 4. November 2016. Wir haben Diana Bürkel gebeten, die Lesung vom Nachhaltigkeitspapst Ulrich Gruber kulinarisch einzurahmen. Und deshalb begann der Abend schon um 18.30 Uhr, eine Stunde vor der Lesung, weil sich unsere Gäste schon von Dianas Vorspeise verwöhnen lassen konnten. Der Geruch des Holzes, das bringt sich ja immer besonders stark ein, ja, Gerüche. Ne? Also den erkenne ich sofort wieder. Also, vielen herzlichen Dank. Die ganze Lesung ist auch als Video aufgezeichnet und im Artikel verlinkt. Hier beschränken wir uns auf die kulinarische Seite des Abends. Die Rezepte sind ebenfalls im Artikel nachzulesen und natürlich beantworten wir wie immer alle Fragen im Kommentar oder am Telefon. Die Vorspeise. Also wir haben den geblühten Couscous mit dem Kurmöhrensaft, ein Kronikersiphon, den gedämpften Kabeljau für 3 Minuten bei 99 Grad Luftdampfgarer, dann die Kurmöhre zweierlei, einmal sauer eingelegt und einmal frisch als Salat gemacht und obendrauf gebackene Zwiebel, Korianderkorn, Dillsamen, etwas Senf und weißer Mohn. Diana hat Urmöhren entsaftet und mit ihnen das Couscous gefärbt und gegart. Das geht entweder im Dampfgarer, indem man 150 Gramm Couscous mit 225 Gramm des Karottensaftes aufgießt und 3 Minuten bei 100 Grad gart, oder indem man den Saft aufkocht und den Hartweizengrieß einfach damit übergießt und 5 Minuten ziehen lässt. In der Kocheinrichtung Nummer 1 haben wir beim Skrei nachgeschaut, wie lange wir ihn gegart haben, denn der Skrei ist der Winterkabeljau, der in Norwegen gefangen wird, also nahe Verwandtschaft zu unserem gemeinen Kabeljau. Nach dem Pfeffern und Salzen bepinselt man ihn leicht mit Olivenöl und dann braucht er bei 99 Grad nur 3 Minuten im Dampfgarer. Für den Karottensalat schneidete Diana die Karotten mit einem Schäler in bandnudelähnliche Gebilde, ich würde das mit dem Röslehobel machen, und macht daraus erst kurz vor dem Anrichten mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer einen knackigen Salat. Für den Kressefond hat sie eine Handvoll Brunnenkresse mit allen Stielen in der Maschine gemixt, Esslöffel Olivenöl und Salz dazugegeben und danach gesiebt. Dianas Besonderheit ist immer ein Knusper über dem Gericht, für das Mundgefühl, den Geschmack und natürlich auch die Optik. Diesmal wählte sie frittierte Zwiebelwürfel und gar zu gleichen Teilen weißen Mohn, Dillsamen, Korianderkorn und vom weißen Senf kommt nur die Hälfte dazu, weil es sonst zu scharf würde. Alles vorher leicht in der Pfanne rösten, dann nur noch mit Salz und Zucker abschmecken. Beim Anrichten mal mit dem Couscous begonnen, darauf der Kabeljau mit den Fingern in seine Stückchen aufgefächert, der Salat kommt drauf und dann noch die Knuspermischung. Außenrum der Kressefond, die Gäste waren begeistert. Die Kunst des friedlichen, harmonischen Zusammenlebens ist eine Fähigkeit, die wir uns bewahren müssen. Sie gehört zu unserem Kulturerbe in Europa. Und aus dieser Kultur, aus diesem kulturellen Erbe, glaube ich, kann und wird eine Erneuerung des europäischen Gedankens, der Vision von Europa, der Erzählung von Europa wieder entstehen. Ja, so viel erstmal und jetzt wünsche ich Ihnen guten Appetit bei dem Mahl, das uns die Köchin bereitet hat. Waren wir schon wieder da und freuten uns auf den Hauptgang mit dem Mäusel vom Hutangerbullen auf Karottenpüree. Diana hat ihn 16 Stunden im Sud gegart. Im Rezept haben wir eine Variante im Vakuum, also eingeschweißt und im Wasserbad gegart, und eine im Druckdampfgarer vorgeschlagen. Aber natürlich geht das alles auch im Topf, nur muss man es da natürlich lange beobachten. So war das Fleisch so ein butterzart und wurde auf einem Rübenpüree platziert, das aus 4 großen Zwiebeln, 4 weißen Rüben und 10 Kartoffeln entstand. Mit etwas Salz muss man es im Topf rund 45 Minuten sehr weich kochen. Im Druckdampfgarer geht das gleiche bei 120 Grad in rund 20 Minuten. Mit Milch und Butter zum Püree rühren und mit Salz und Muskat abschmecken. Für den Salat hat Diana weiße und gelbe Rüben samt deren Grün mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer angemacht. Weil noch etwas Rotes fehlte, pürierte sie ein Viertel von 2 Handvoll weißen Johannisbeeren mit ein wenig Balsamico, gab Salz und Zucker dazu und mischte die anderen Cassisbeeren dazu. Cassis ist übrigens auch eine wunderschöne Stadt in Südfrankreich.
Natürlich gab es auch dazu ein Knusper, in dünne Scheiben geschnittenes Roggenbrot im Backofen geröstet und zerbröselt, ergänzt mit dem Bock angebratenen Sonnenblumenkernen. Der Nachtisch waren dann Apfelkuchenstückchen, allerdings vom angesagten Apfel mit rotem Fleisch, dem ein Zimtschmand als Haube gegönnt wurde. Dazu röstet man 2 Stangen Zimt, zermahlt sie fein und gibt sie noch warm zum Schmand und dann Zucker nach Geschmack. Die kulinarische Einrahmung der Lesung war für unsere Gäste ein echtes Erlebnis und Jana wurde nicht müde zu fragen, ob man in unserer Ausstellung nicht auch mal ein Restaurant aufmachen sollte. Naja, mal sehen. No complication, no obligation. Accidental contact that absolutely distracts me. Cute temptation, but